Ja, das ist eine ganz schöne Stelle. Ein bisschen spontan. Also diese Wege heute sind für die meisten von uns Neuland. Neuland, auch ein schöner Name in dem Zusammenhang. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Manche werden wissen, wovon ich spreche. Wir hatten gerade einen Prozess, ne, in Aachen. Da fiel oft das Wort Neuland. Ja, dauert wieder ein bisschen. Aber diese Stelle hier ist so eindrucksvoll. Da muss man einfach stehen bleiben und noch ein wenig zum Thema Wald sagen, weil das ist ja... Ich will auch noch was zu Wald sagen. Ja, das ist mir schon klar. Aber dauert ein wenig. Wer darf denn zuerst was sagen? Ich. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Darf zuerst was sagen? Heute nicht. Du darfst danach was sagen. Wieso denn nicht zuerst? Ich habe hier gerade das Mikro und wer das hat, darf reden. Gut, dann rede ich dann mit Apropos. Dann rede ich mit dem Megafon dagegen. Apropos Mikro. Na, also Prinzip ist schon bei diesen Spaziergängen. Wir müssen immer so ein bisschen natürlich auf die Uhr gucken. Und der sollte heute kürzer werden, der wird nicht kürzer, sag ich schon mal. Aber das Mikro ist offen. Wir zensieren auch nach Möglichkeit nicht. Nein, machen wir nicht. Und wer sich berufen fühlt, ich sag einfach nochmal, das alles, was wir hier machen seit 6 Jahren, und das alles, was passiert ist seit 8 Jahren und was aktuell passiert, dass immer noch große Teile des Waldes da sind, dass Morsche nicht da ist, dass das Thema nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist, das wäre alles nicht so, und ich werde das immer wiederholen, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr hören könnt, das wäre alles nicht so gekommen, wenn es nicht seit inzwischen 8 Jahren vor allem junge Menschen gäbe, die unter höchstem persönlichen Einsatz, unter höchstem persönlichen Risiko in diesem Wald wohnen und dafür sorgen, dass dieser verbliebene Teil eben bestehen bleibt. Ohne die wäre das nicht so. Und deswegen kann man gar nicht dankbar genug sein und kann auch nicht laut genug applaudieren. Und eine Bereicherung dieser Waldspaziergänge. Seit dem 2. Mal, das 1. Mal, das war spannend, Mai 2014, da wussten die Menschen im Wald ja auch nicht, was kommt denn da jetzt für einer oder für zwei aus Aachen und machen da einen Spaziergang. Da waren sie nicht dabei. Aber seit dem 2. Spaziergang, das heißt seit Juni 2014, sind immer Menschen aus dem Wald dabei und das ist eine super Bereicherung. Und die sind natürlich da, auch die können auch sprechen. Das ist für viele Besucher, die zum 1. Mal da sind, ganz überraschend. Aber wir können auch sprechen und man kann Fragen stellen und ins Gespräch kommen. Und die Spaziergänge machen 2 Sachen. Die zeigen Bilder, die man normalerweise im Alltag nicht sieht. Das ist das eine. Und das andere ist, Menschen miteinander sprechen. Das ist für mich das Wichtigste, was wir Menschen können. Und das kommt bei diesen Spaziergängen zustande. Und hier sind heute auch Menschen dabei, die im Wald wohnen, die da sind. Und eben wurde schon mal gefragt, glaube ich, ohne Mikro, wenn jemand aus dem Wald was sagen will, bitte, 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 das Mikro ist offen, noch hält der Akku. Also ihr seid eingeladen und aufgefordert, auch was aus eurer Sicht zu sagen. So, die meisten sind, glaube ich, da. Ein paar kommen noch da aus dem Loch. Übrigens, versetzt euch einfach mal, wenn ihr durch die matschigen Stellen geht, versetzt euch mal in einen Teichmolch oder in einen Grasfrosch oder in eine Erdkröte. Für die sind es gerade paradiesische Verhältnisse und da können wir uns eigentlich auch freuen, dass die es in diesem Jahr vielleicht schaffen, eine neue Generation auf die Erde zu bringen. In den letzten 2 Jahren ging das nicht. Eines der tragischen Ereignisse war, während kurz vor der Räumung gab es auf einem der großen Wege einen Teich, plötzlich nach Regen. Und da waren, wir mal gezählt, über 40 Molche drin. Und einen Tag später kam der Radlader und 10 Tonnen Kies wurden da drauf gekippt. Es waren nur die Molche, aber die stehen für so viele Tiere hier. 140 Tierarten, geschützte Tierarten in diesem Wald, immer noch, auch in diesem klein gewordenen Wald. Ja, Wald besteht aus Bäumen, das ist für die meisten keine große Überraschung. Dafür braucht man jetzt auch keinen Naturführer aus Aachen, der einem das erklärt, dass es verschiedene Bäume gibt, wissen auch die meisten. Immer schön, wenn ich so weiße Bäume sehe mit einer Schulklasse und frage dann die Kinder, was ist das für ein Baum? Da sagt die halbe Schulklasse Maibaum, die kennen das Wort Birke gar nicht. Typischer Pionierbaum. Auch in diesem Wald wurde immer gewirtschaftet. Der Hambi ist kein Urwald. Es gibt zwar seit 12.000 Jahren hier Wald, aber der ist immer verändert worden durch den Menschen. Und so wurden auch Flächen abgeholzt und neue Bäume sind gewachsen. Die Birke ist so ein typischer Pionierbaum hinter uns. Und deswegen sind wir hier stehen geblieben. Also seit 12.000 Jahren Wald. Es gibt keine Bäume, die auch nur annähernd dieses Alter erreichen. Die ältesten Bäume in diesem Wald sind die Stieleichen. Und da gibt es Exemplare, die irgendwo zwischen 300 und 400 Jahre liegen. Und das ist ein prachtvoller Baum.
Also ich denke, der liegt dazwischen, ne? Irgendwo zwischen 300 und 400 Jahren. Wir werden ihn jetzt nicht abschneiden, um die Jahresringe zu zählen. Aber das sind diese alten Bäume und manchmal wünsche ich mir, dass Bäume sprechen könnten. Die hätten viel zu erzählen. Ich glaube, die können auch sprechen. Wir verstehen die Sprache nicht, aber wir versuchen dann. Wir haben das oft auf den Führungen erzählt und mir fällt es heute wieder ein, im anderen Teil des Waldes gibt es so, ich sage es einfach in Anführungszeichen, meinen Lieblingsbaum und das ist eine dieser Eichen. Und manchmal stehe ich da und ich würde diesem Baum gerne versprechen, dass ich helfe, ihn zu retten. Das ist vermessen, das zu sagen. Aber ich werde alles dafür tun und wir werden alles dafür tun, dass diese Bäume da stehen bleiben, diese Eiche. Und hier haben wir diese ganzen krummen Bäume rundherum und das sind die Hainbuchen. Viele kennen sie nicht. Der größte Teil des Hambacher Waldes ist dieser berühmte Stieleichen-Hainbuchen-Maiglöckchenwald. Und das ist so ein typisches Beispiel, wie dieser Wald aussieht. Das ist eine wunderschöne Stelle. Und jetzt gebe ich das Mikro mal weiter. Ja, und ich habe auch einen Lieblingsbaum im besetzten Teil des Waldes. Das ist eine gedrehte, große Hainbuche. Diese Hainbuchen sind sehr besondere Bäume. Die sind eigentlich so ein bisschen unkaputtbar. Und deswegen finde ich das ganz toll für dieses Symbol, dass dieser Wald stehen bleibt. Diese Bäume, die da so krumm, schief und schäl gewachsen sind, silbergraue Rinde mit so einem netzartigen Muster. Das ist eine Hainbuche. Die Hainbuche war im Mittelalter fast ausgestorben, weil dieses harte Holz sehr beliebt war für Fachwerk, Holznägel, für die Stieläxte, die Stiele von den Äxten, Räder und so weiter, wurde viel benutzt. Gott sei Dank hat er überlebt und ja, und er ist auch hier und dieses Bild, dass man den im Herbst schneiden kann, den kann man im Sommer schneiden, den kann man im Winter schneiden, ist ganz egal, der kann auch umkippen. Der schlägt dann wieder aus in eine andere Richtung und es geht weiter. Und das finde ich einfach ein total tolles Bild auch, dass eben die Natur so stark ist. Und jetzt gebe ich wieder zurück. Ja, ich glaube, ja, und der Wald ist stark, die Natur ist unglaublich stark. An manchen Stellen müssen wir vorsichtig vielleicht ein bisschen helfen. Aber was jetzt gerade passiert, ist ja auch schon wieder diese komische Nummer. Ne? Den Wäldern geht es schlecht. Es gibt das Waldkrisensitzungen und das Waldkabinett. Und es werden hunderte von Millionen Euro locker gemacht, um dann wieder abgestorbene Wälder aufzuforsten. Was passiert? Es steht wieder dieses Stichwort Ökonomie an erster Stelle und wir müssen endlich weg davon. Natürlich ist der Wald bei uns auch immer ein Wirtschaftswald. Wir brauchen auch Holz, das ist unbestritten. Und das ist auch ein fantastisches Material, ein fantastischer nachwachsender Rohstoff. Aber es darf nicht mehr sein, dass das die alleinige Priorität ist. Wir müssen dahin auch mal zu erkennen und 2020 müssen wir es eigentlich alle erkannt haben, dass der Wald auch Funktionen hat, die mindestens genauso wichtig sind für uns alle. Ohne Wald können wir nicht leben. Der Wald zeigt uns, was möglich ist. Wichtiger. Und wie bitte? Der ist wichtiger, die anderen Funktionen. Gut, also das an Priorität 1 und dann als zweites oder drittes dann irgendwann die Wirtschaft. Wir hatten im September 2018 eine der eindrucksvollsten Führungen, war die natürlich, wo Peter Wohleben auch da war. Der hat das nochmal sehr, sehr eindrücklich erklärt, was der Wald für Funktionen für uns hat. Und er hat uns auch erklärt, natürlich ist Deutschland ein waldreiches Land, das ist unbestritten. Manche, wenn man die Statistiken sich anguckt, der Wald wächst sogar insgesamt in der Fläche. Aber irgendwo zwischen 96% und 97%, also der überwiegende Anteil mit Abstand, bleiben 3 oder 4% anders. Übrigens 96%, 97%, das sind Wirtschaftswälder, das sind Plantagen mit Fichten oder anderen Bäumen. Und diese mehr oder weniger naturbelassenen Wälder, wie das, was man hier sieht, das sind gerade mal 3 oder 4% der deutschen Waldfläche. Und noch ein Argument mehr, solche Wälder stehen zu lassen. Und es gibt keine Rechtfertigung mehr, da mache ich den Bogen jetzt ein bisschen größer. Es gibt im Jahre 2020 keine einzige Rechtfertigung mehr, Wälder abzuholzen, landwirtschaftliche Flächen, wie wir gesehen haben, zu vernichten, Menschen zu vertreiben, Dörfer abzureißen, nur für diese verdammte Kohle. Jede Tonne Kohle, die da im Boden bleibt, ist wichtig für uns alle und für die kommenden Generationen und für Menschen auf der ganzen Welt. Danke bis hierhin. Ich mach mal das Mikro wieder aus. Ich mach's noch nicht aus. Ja, Baumplantagen, hat der Michael gesagt. Das sind Monokulturen, dicht gesetzt, damit wenig Astlöcher da sind. Und es ist einfach total vermessen, immer nur von den Funktionen des Baumes zu sprechen. Das ist ein Lebewesen. Und wer sagt, was die alles wissen? Die haben so ein langes Leben und wir Menschen stellen uns immer darüber.
Wir müssen da irgendwie von wegkommen, weil wir sind total abhängig. Wir sind abhängig von den Wäldern, von den Bäumen. Und wenn die Bäume und die Menschen es nicht mehr gibt, die Erde und das Leben wird weitergehen, nur eben ohne uns. Und das muss uns irgendwie mal klar werden, dass das eigentlich ein Geschenk ist. Dieses wunderschöne Leben, was wir haben hier. Und für all die kommenden Generationen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir sind am Scheideweg. Ich bin davon überzeugt, wenn der Wille da ist, die Lösungen sind schon alle da. Und die Lösung, ja, es gibt natürlich auch welche Wesen, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sich überschätzen. Ja, also, ich wollte einfach nur sagen, wir lernen ja gerade erst, was eben das Ökosystem Wald mit der Biodiversität, wie stark das ist, wie die eben weiterleben, aber eben ohne uns Menschen. Und das ist einfach ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit haben und wir können das nur verändern zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass die jungen Menschen das schaffen. Davon bin ich überzeugt. Aber mit wie viel Opfern? Das ist eben die Frage. Wenn ich mir angucke, was im Mittelmeer passiert, ich finde es peinlich, was in Europa diskutiert wird, wie Griechenland allein gelassen wird, wie Italien allein gelassen wird. Und dann das, was eben Beate eben gesagt hat. Und dann diese riesen NATO- und USA-Militärübung, die sie jetzt mal eben auch noch machen. Da wird gar nicht gefragt, was für Rohstoffe und für einen CO2-Ausstoß da ist. Also es gibt einfach unendlich viel zu tun. Ich schäme mich zwar nicht, als dass ich Mensch bin, manchmal auch, aber ich entschuldige mich bei den jungen und zukünftigen Generationen, dass wir es noch nicht weiter geschafft haben, als immer noch hier diese blöden Bagger zu haben und auch noch zu diskutieren, obwohl alles offensichtlich ist, was wir machen müssen.